Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Vortrag über die Progressive Web Apps. Ich möchte Ihnen in der kommenden Stunde gerne die Grundlagen von PWAs erklären, gemeinsam mit Ihnen ein paar kleine Beispiele durchbesprechen und, wie ich hoffe, Ihr Interesse für PWAs erweitern, stärken und Sie dazu bringen, dass Sie es vielleicht einmal selbst auch ausprobieren. Ich beginne mit einem kleinen Rückblick, denn ich durfte ja schon in vergangenen Jahren Vorträge im Rahmen der EDODS halten. Im Jahr 2018 war das Thema Python am Programm. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Python als Erstsprache didaktisch hervorragend geeignet ist und weise darauf hin, dass die aktuellen Versionen 3.8.2 und 2.7.14 zur Verfügung stehen. Meine Empfehlung lautet jetzt, verwenden Sie Python 3 zum Einstieg, denn es sind ja schon sehr viele Programme, Programmbibliotheken und so weiter nach Python 3 portiert worden. Im Jahr 2019 stand dann eine Anwendung von Python am Programm Web2Py, ein wirklich bemerkenswertes Framework zum Erstellen moderner Webseiten. Web2Py wurde ursprünglich als didaktisches Werkzeug entwickelt, aber man kann damit auch große und umfangreiche Programme und Projekte erstellen. Derzeit empfehle ich die Verwendung auch hier mit Python 3, obwohl Web2Py mit beiden Versionen arbeitet. Eine Weiterentwicklung von Web2Py vom selben Autor nennt sich Py for Web. Es verwendet ausschließlich Python 3, leicht zu installieren. Und wir beobachten hier, dass ein Teil der Aktivitäten bereits in den Browser verlagert wird. Etwas, das uns dann beim Betrachten von PWAs noch einmal vorkommen wird und noch einmal erscheinen wird. PWAs waren auch schon im Vorjahr ein Thema. Es ging um eine kurze Vorstellung und darum, wie PWAs aufgebaut sind. Die prinzipiellen Ideen von PWAs wollen wir gleich noch einmal Revue passieren lassen. Webbrowser sind sehr leistungsfähige Instrumente. Sie können natürlich wesentlich mehr als vor etlichen Jahren. Und diese Leistungsfähigkeit wird vor allem durch die Verwendung von JavaScript, heute ECMAScript genannt, unterstützt. Wenn wir eine Progressive Web App schreiben, dann wird diese einfach über eine Webseite gestartet. Es wird keine Installation in einem Webshop erforderlich gemacht. Webshops sind ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, auch nicht gerade billig für den Autor. Ein gewisser Teil der Gebühren muss dann an den Webshop-Betreiber abgeliefert werden. Für PWAs sind auch keine speziellen Installationen notwendig. Man ruft die entsprechende Webseite auf. Sie wird in den Browser geladen. Und von da entsteht die PWA, interessanterweise auch nachdem die Verbindung zum Internet getrennt wird, zur Verfügung. Was bedeutet das Wort Progressive in der PWA? Nun, PWA sollten auf jeden Browser verwendbar sein, auch wenn es sich um ein etwas älteres Modell handelt. In dem Fall natürlich mit einer eingeschränkten Funktionalität. Responsive. Eine PWA passt sich an die Bildschirmgröße, passt sich an die Webseite an, so wie wir es ja bei modernen Webseiten auch immer gewohnt sind. PWAs können auch offline verwendet werden und das ist besonders dann wichtig, wenn beispielsweise eine Webseite nicht darauf angewiesen ist, dass eine Verbindung zum Server ständig vorhanden ist. Ein Beispiel, Sie füllen ein Formular aus, betreten einen Faraday'schen Käfig. Jetzt werden Sie fragen, warum sollte ich in einen Faraday'schen Käfig steigen? Naja, jeder Aufzug ist letzten Endes ein Faraday'scher Käfig. Und während Sie im Aufzug drinnen sind, bricht die Verbindung zum Server ab. Manche Programme sind jetzt so geschrieben, dass Sie dann mit der kompletten Eingabe neu beginnen können. PWAs funktionieren da anders. Wenn die Verbindung unterbrochen ist, läuft diese Applikation weiter und mit der Wiederherstellung der Internetverbindung werden dann die Daten weiter übertragen.
Eine PWA schaut aus wie eine App und es kann diese PWA auch automatisch aktualisiert, sprich auf den neuesten Stand gebracht werden. Verpflichtend bei der Verwendung von PWAs ist ein sicheres Protokoll, das HTTPS-Protokoll. Wie wir zu einem HTTPS-Zugang kommen werden, werde ich in Kürze noch einmal erläutern. Da eine PWA eine Webseite ist oder über eine Webseite aufgerufen wird, kann diese Webseite auch mit Suchmaschinen aufgefunden werden. Das ist ja das Problem, man hat eine wunderbare Applikation geschrieben, im Webstore kann sie leicht gefunden werden. Wie kann eine PWA gefunden werden? Also noch einmal, die dazugehörige Startseite kann ganz normal über Suchmaschinen erreicht werden. Ganz wichtig, eine PWA kann natürlich Nachrichten senden und vor allem auch Nachrichten empfangen. Eine PWA kann wie eine normale App am Startschirm unseres Mobiltelefons oder unseres Tablets als Icon dargestellt werden. Wenn Sie Ihre PWA unter die Leute bringen wollen, verschicken Sie einfach einen Link auf die schon mehrfach erwähnte Webseite. Warum also PWAs? Ganz wichtig, es ist nicht notwendig für Android oder iOS spezielle Entwicklungen vorzunehmen. Das ist ja für einen Verwalter und Gestalter von einer Applikation nicht besonders lustig, immer wiederum in mehreren Systemen auf den aktuellen Stand umschalten zu müssen. Und darüber hinaus läuft eine PWA auch auf einem Desktop-Computer, also eine weitere zusätzliche Anwendung. Dass die PWA offline funktioniert, habe ich schon erwähnt, und die Synchronisation auch von Daten erfolgt auf Wunsch automatisch im Hintergrund. Es wurde bereits angekündigt, dass im Jahr 2020, also heuer, 50% aller Applikationen als PWAs geschrieben werden. Schauen wir, was daraus wird. Kleiner Hinweis, in einem Artikel in den PC News. PC News ist eine Computerzeitschrift eines Computerclubs und ich arbeite dort ein wenig mit, habe ich auch über die Entwicklung von PWAs geschrieben. Dazu am Ende des Vortrages noch ein paar Worte. Anwender von PWAs. Und Sie finden hier einen Link, unter dem Sie eine ganze Reihe von Anwendern finden können. Einige habe ich herausgeschrieben. Es zahlt sich, glaube ich, aus, diese Seiten zu besuchen und zu schauen, was alles hier mit PWAs gemacht werden kann. Kleiner Hinweis, die Folien zu diesem Vortrag bekommen Sie natürlich ebenfalls und wenn Sie die Folien anschauen, reicht es dann auf den Link in der Folie zu klicken, um diese Seiten besuchen zu können. Ursprünglich war ein Workshop geplant. Das war also die Idee, gemeinsam mit Ihnen einige Punkte zu erarbeiten und immer wieder nachzuschauen, sofort auf Fragen eingehen zu können und so weiter. Das ist im jetzigen Format natürlich nicht so leicht möglich. Ich habe mir daher etwas anderes überlegt. Ich möchte Ihnen gerne einige Beispiele umso mehr im Detail erläutern und Sie einladen, gegebenenfalls dann den Vortrag noch einmal anzuhören, die Beispiele auszuprobieren und zu schauen, wie das alles läuft, das ich Ihnen hier vorgeschlagen habe. Versuchen Sie, PWAs kennenzulernen. Probieren Sie sie aus und vor allem setzen Sie sie auch im Unterricht ein. Ich denke, dass PWAs eine wunderbare Möglichkeit sind, um Informatikgegenstände, einen Freigegenstand zu erweitern. Es gibt ja auch sehr einfache Formen von PWAs. Sie können aber auch in den PWAs komplexe Systeme entstellen. Dann wird natürlich der Freigegenstand ganz schön ausgelastet sein. Aber auch das, probieren Sie es bitte aus. Wir beginnen mit den Grundlagen. Das Document Object Model ist eine ganz wichtige Grundlage für das Verständnis des Aufbaus von Webseiten. Was passiert, wenn eine Webseite vom Server geschickt wird und dann auf Ihrem Gerät dargestellt wird? Also, der Browser analysiert das übertragene
HTML-Protokoll. Er baut intern daraus einen Baum, eben das Document Object Model auf und wird dann aufgrund dieses Baumes die Seite in ein Bild umwandeln können, die Seite anzeigen können. Soweit, so gut. Was passiert aber, wenn auf dieser Seite etwas eingetragen wird? Typisches Beispiel, Sie haben ein Formular und im Formular ist eine Sozialversicherungsnummer einzutragen. Die vierte Stelle unserer Sozialversicherungsnummern sind ja bekanntlich eine Prüfziffer und im Normalfall würde jetzt die Sozialversicherungsnummer an den Server geschickt werden, wenn das Formular fertig ausgefüllt ist. Wenn jetzt ein Fehler in der Sozialversicherungsnummer erkannt wird, schickt der Server das komplette Formular, meistens das komplette Formular mit der Aufforderung, den Fehler zu korrigieren, zurück. Dann wird der Fehler ausgebessert, das Formular wird wieder hingeschickt und so weiter. Eine ganze Menge an Datentransfer, der hier stattfindet, der sowohl Leitungen belastet, wie auch Zeit kostet. Und die Frage stellt sich, was kann man hier besser machen? Nun, die Grundidee lautet, wenn ich dieses Document Object Model direkt verändern könnte, ohne ständig den Weg zwischen Browser und Server durchführen zu müssen, dann gewinne ich auf jeden Fall eine Menge an Zeit. Wenn diese Arbeiten, wie zum Beispiel das Überprüfen der Sozialversicherungsnummer, auch vom Browser durchgeführt werden kann, ja, dann gewinne ich noch mehr Zeit. Das heißt, das komplette Arbeiten mit der Webseite wird beschleunigt. Warum ist das wichtig? Nun, Benutzer von Webseiten werden immer ungeduldiger. Man erwartet, dass binnen Sekunden oder Bruchteilen von Sekunden Antworten erscheinen. Letzten Endes ist eine PWA eine sehr gute Möglichkeit, um genau diese Forderung zu erfüllen. Also noch einmal, es werden nur mehr die Änderungen im Browser berücksichtigt. Es wird eine kleinere Datenmenge übertragen. Ja, und das Ganze geschieht über JavaScript-Programme, die auf dieser Webseite enthalten sind. Was brauche ich für JavaScript? Prinzipiell reicht zum Erstellen eines derartigen JavaScript-Programms ein ganz beliebiger Texteditor. Schauen wir uns einmal ein Beispiel an, wie so etwas prinzipiell funktionieren kann. Ich habe Ihnen hier keine komplette Webseite dargestellt, sondern nur zwei Teile davon. Der erste Teil davon ist der HTML-Code. Im HTML-Code, also im Body unserer Webseite, befindet sich ein derartiger HTML-Tag, ein P-Tag, der über die ID LM angesprochen werden kann. Der Inhalt dieses Tags ist der Text Alter Text. Ja, und an einer anderen Stelle befindet sich ein JavaScript-Code. Und zur Erinnerung, JavaScript-Code ist natürlich in einem Tag eingeschlossen. Das habe ich jetzt nicht dargestellt. In diesem JavaScript-Code kommen genau zwei Anweisungen vor. In der ersten Anweisung wird für das Element, das wir gerade oben vereinbart haben, eine eigene Konstante zum Ansprechen dieses Elements, zum Identifizieren dieses Elements vereinbart. Über den Befehl document get element by ID bekomme ich eine eindeutige Referenz auf das Element, das eben hier durch eine ID gekennzeichnet war. Die Variable, die das Ganze beschreibt, habe ich ebenfalls LM getauft. Und über diese Variable LM mit dem Befehl lm.innerHTML kann ich einen neuen Text schreiben. Was geschieht mit diesem neuen Text? Dieser neue Text wird dann anstelle des alten Textes hier an der Stelle, die wir vorhin hatten, eingesetzt. Das war's. Wir haben damit zum ersten Mal ein Document Object Model direkt verändert. Und noch einmal, das hat mit einem PWA noch gar nichts zu tun. Das kann jeder Webbrowser, das geht mit ganz einfachen Texteditoren. Wir brauchen keine speziellen Maßnahmen und Einrichtungen dafür. Aber eines ist klar,
Wenn wir Werkzeuge und Programmbibliotheken zur Verfügung haben, dann ist die Sache natürlich leichter durchzuführen. Das werden wir in Kürze sehen. Entwicklungswerkzeuge. jQuery ist vielleicht vielen von Ihnen bekannt. Es ist eine Programmbibliothek, eine JavaScript-Programmbibliothek, mit der man genau diejenigen Dinge, die wir uns im vorhergehenden Beispiel angesehen haben, etwas einfacher schreiben und verwalten kann. Aber noch einmal, PWA ist das noch nicht, da gehört noch einiges anderes dazu. Das erste System, mit dem man PWAs schreiben kann, das ich hier erwähnen möchte, nennt sich Angular. Es ist ein System, das sehr viel kann, sehr mächtig ist, gleichzeitig aber auch sehr aufwendig ist und nach meiner Meinung daher auch etwas schwierig zu erlernen ist. Man hat daraus gelernt und hat dann speziell für die Entwicklung von Progressive Web Applications andere Programmbibliotheken geschrieben und hier erwähne ich vor allem einmal React. React ist eine Programmbibliothek, die nicht nur das Schreiben von Progressive Web Applications unterstützt und erleichtert, sondern darüber hinaus auch den Zugriff auf die Hardware-Komponenten unseres Mobiltelefons oder Tablets erleichtert. Typische Beispiele wären zum Beispiel der GPS-Empfänger oder die Kamera des Mobiltelefons oder der Fingerabdrucksensor und so weiter. Um diese Komponenten verwenden zu können, bedarf es entsprechender Programme und viele dieser Programme sind in der großen Programmbibliothek von React enthalten. React hat aber einen Nachteil. Es ist relativ groß und wenn das React-Programm sozusagen größer geworden ist als das eigentliche Programm, das wir schreiben wollen, ist das ein recht ungünstiges Verhältnis. Man hat es jetzt geschafft, unter der Bezeichnung Preact ein weitestgehend kompatibles System, eine weitestgehend kompatible Programmbibliothek zu schreiben, die auf die Programmbibliothek von React zurückgreifen kann, aber mit einem deutlich geringeren Speicherbedarf arbeitet. Bei Preact kommt mit 3 Kilobyte aus, währenddessen React irgendwo in der Größenordnung von 50 Kilobyte angesiedelt ist. Warum also Preact? Da die Preact-Programme sehr klein sein können, ist das Laden der Programme auch relativ rasch möglich, in relativ kurzer Zeit möglich. Und wie gesagt, die Kompatibilität zu React ist gegeben. Aktueller Stand von gestern ist die Version 10.3.4. Und ich habe hier einige Links eingeblendet, über die man dann auf die Preact-Seiten direkt kommen kann. Ich weise jetzt schon darauf hin, damit wir mit Preact arbeiten können, müssen wir es natürlich installieren, aber dazu brauchen wir zuerst noch andere Werkzeuge. Ja, probieren wir es aus. Welche Werkzeuge werden aber vorerst noch benötigt? Was sollten wir noch lernen? Wir brauchen einen Editor. JavaScript oder ECMAScript-Programme sind reine Textdateien. Es reicht also im Prinzip jeder Texteditor. Ich würde aber einen empfehlen, der auch eine sogenannte Syntax-Highlighting enthält, also die Möglichkeit enthält, dass man syntaktische Befehle direkt in unterschiedlichen Farben darstellen kann. Zum Beispiel Zeichenketten in einer anderen Farbe als Kommentare oder reservierte Worte wiederum in einer anderen Darstellungsform als normalen Programmcode. Meine persönliche Empfehlung lautet Notepad++ in der aktuellen Version 7.8.5, aber natürlich kann man auch jeden beliebigen anderen Editor verwenden, der für JavaScript besonders geeignet ist. Ich habe Beispielprogramme für Sie vorbereitet. Die folgenden Beispielprogramme finden Sie unter dieser Seite, genau genommen ist das eben ein Short-URL, Seiten-URL ist relativ lang und Sie können mit Ihrem Handy, Ihrem Mobiltelefon auch den QR-Code scannen. Bei der Gelegenheit ein Hinweis, man sagt immer wiederum, dass das World Wide Web erfunden worden wäre.
damit internationale Berichte, Veröffentlichungen und so weiter ausgetauscht werden können. Ich glaube, es gibt noch eine andere Theorie, die da lautet, dass das World Wide Web und das Internet vor allem verwendet wurden, Katzenfotos auszutauschen. Und daher gibt es in jedem Vortrag zu diesen Themen natürlich ein Bonusbild mit Katze. Hier betrachtet unsere Karte gerade die Futterschüssel mit einem Katzenbild, das ihm sehr ähnlich schaut. Zurück zum Thema. Wir kommen zu weiteren Werkzeugen, die wir benötigen. Node. Node ist eine wirklich sehr große Bibliothek von vielen, vielen Programmen, die weltweit gepflegt, unterstützt wird und so weiter. Unsere Preact-Programme finden wir in der Node-Bibliothek, aber damit man auf diese Programme sinnvoll zugreifen kann, wurde ein weiteres Programm entwickelt, das nennt sich Node Packet Manager. Und wenn Sie Node installieren, dann wird der Node Packet Manager automatisch mit installiert. Eine Versionskontrolle, ob Sie wirklich den letzten Stand haben, finden Sie hier in der untersten Zeile. Ein paar Worte zum Thema JavaScript. JavaScript war ursprünglich eine relativ einfache Sprache und hat sich aber, das muss man schon zugeben, zu einer recht mächtigen Sprache entwickelt. In den ersten Versionen waren beispielsweise Klassen nicht vorgesehen. Dann hat man eine, aus meiner Sicht grauenhafte Notation entwickelt, um Klassen vereinbaren zu können. Und in der Zwischenzeit funktioniert die Sache schon sehr gut und sehr übersichtlich. Auch einige andere Sprachelemente wurden verbessert. Beispiele kommen gleich. Wenn Sie sich über JavaScript informieren wollen, schauen Sie in der Wikipedia nach. Den Link habe ich eingeblendet. Ich möchte jetzt auf einige Details von JavaScript hinweisen. Selbstverständlich reicht die Zeit hier nicht, um einen kompletten JavaScript-Kurs unterzubringen. Ein ganz wichtiges Element von JavaScript für unsere PWA-Entwicklungen ist der Begriff des JavaScript-Objekts. Was ist ein Objekt? Ein Objekt enthält einzelne Komponenten unterschiedlichen Typs. In unserem Fall hier zum Beispiel in Form eines Strings, einer Zeichenkette. Und später werden wir gleich sehen, dass das eine Funktion ist. Wie wird jetzt ein derartiges Objekt zusammengesetzt? Es wird mit einer geschwungenen Klammer eingeleitet und jedes Element dieses Objekts besteht aus einem Paar, aus dem Namen dieses Elements, gefolgt von einem Doppelpunkt, gefolgt von dem Inhalt dieses Objekts. Also Marke, Doppelpunkt, VW und so weiter. In der dritten Zeile finden Sie eine Methode, Hupen. Irgendwie nähern uns bereits der objektorientierten Programmierung. Und diese Methode Hupen enthält ein Unterprogramm, eine Funktion. Wie das genau mit dieser Schreibweise, das ist ein sogenannter Fat Arrow, den wir da sehen, wie das genau mit dieser Schreibweise funktioniert, werden wir uns noch anschauen. Wie kann ich jetzt die Komponenten meines Objekts ansprechen? Entweder mit dieser Punktnotation, also Auto.Marke, dann kommt VW heraus. Oder aber, und das sehen wir dann gleich auf der nächsten Folie, durch Einklammern des Namens. Vorher aber noch etwas anderes. Wenn wir uns diese Dinge ansehen wollen, dann brauchen wir natürlich auch Testwerkzeuge. Wir finden in jedem Editor etwas, das nennt sich Entwicklungstools. Also man geht über das Menü, meistens heißt der Punkt dann weitere Elemente, weitere Werkzeuge, Entwicklungstools, und wenn wir da draufklicken, öffnet sich ein Fenster, in dem unter anderem eine Konsole sichtbar wird. Diese Konsole kann gefüllt werden, indem man mit dem Befehl, JavaScript-Befehl, console.log Dinge hineinschreibt. Also konkret bedeutet die Zeile, die hier die letzte Zeile ist, dass wir unser Objekt Auto in einen String umwandeln und dann über den Log-Befehl das Ganze auf der Konsole ausgeben.
Vielleicht wollen Sie es zwischendurch einmal probieren. Eng mit diesen JavaScript-Objekten verbunden ist die JavaScript Object Notation, JSON, eine Schreibweise vor allem für den Datenaustausch. Das ist ganz wichtig, weil sowohl Komponenten innerhalb unseres Systems Daten auszutauschen haben, vor allem aber findet ein Datenaustausch statt zwischen unserem Client und dem Server oder zwischen dem Client und der Datenbank oder vielleicht auch zwischen dem Server und der Datenbank. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie die Daten formatiert werden können. Die JavaScript Object Notation ist eine besonders einfache Form und hat sich, ich glaube, das kann man schon sagen, hier durchgesetzt. Noch einmal, wie angekündigt, der Zugriff auf die einzelnen Komponenten eines derartigen Objekts anhand des Beispiels Auto, entweder Auto.Marke oder in der zweiten Schreibweise, die wir hier sehen, kann der Name der Komponente auch unter Anführungszeichen in eckigen Klammern erscheinen. Das erinnert ein kleines bisschen an die Indizes von einem Array und das ist kein Zufall, dass das so ähnlich ausschaut. Der Vorteil besteht darin, dass innerhalb der eckigen Klammern auch eine Variable stehen könnte, sodass wir die Komponente, die wir ansprechen wollen, nicht von vornherein im Programm festlegen müssen, sondern dynamisch im Programm festlegen können. Und das ist ebenfalls ein Befehl, den Sie sich merken sollten, JSON.stringify. Es wird also hier über das JSON-Programmpaket jedes beliebige Objekt in einen String umgewandelt. Was man mit dem machen kann? Naja, man kann ihn zum Beispiel wiederum über den Log-Befehl an die Konsole schicken. Also noch einmal, JSON.stringify ist vor allem für Testzwecke ein sehr wichtiger Befehl, um Objekte, deren Aufbau und deren innere Struktur genauer kennenlernen. Ein weiteres wichtiges Element von JavaScript. Fat Arrow Functions. Gehen wir es da rein noch durch. Hier haben wir eine ganz einfache Funktion, mal 2, die nichts anderes tut, als einen Wert v mit 2 zu multiplizieren und dann als Rückgabewert zurückzugeben. Ein paar Worte zu den Begriffen, die hier verwendet werden. V ist ein Parameter, genauer gesagt der formale Parameter, ein Platzhalter, der dann beim Aufruf durch den eigentlichen Wert ersetzt wird. Soweit so gut, diese Schreibweise gibt es in JavaScript eben schon seit ewigen Zeiten und wer andere Programmiersprachen kennt, wird hier große Ähnlichkeiten vorfinden. Die nächste Erweiterung oder die nächste Schreibweise schaut jetzt so aus. Wir vereinbaren eine Konstante mal 3. Eine Konstante muss genau einmal einen Wert bekommen. Mehr als einmal geht nicht. Weniger als einmal ist sinnlos. Und der Wert, den diese Konstante zugewiesen bekommt, ist eine Funktion. Achtung, die Funktion hat jetzt keinen Namen. Hier oben bei unserem ersten Beispiel, mal 2, war der Aufbau ja so. Das Wort Function, der Name mal 2 und dann die Parameterliste mit den runden Klammern. Hier beim anderen Beispiel, beim zweiten Beispiel, mal 3, gibt es keinen Namen. Der Name steckt ja schon in der Vereinbarung der Konstanten drinnen. Ansonsten sind die beiden Schreibweisen sehr ähnlich und ja, ist noch kein besonders großer Fortschritt zu erkennen. Im nächsten Beispiel, mal 4, sehen wir, dass wir das Wort Function weglassen können, wenn wir zwischen die Parameterliste und den Rumpf unserer Funktion diesen Fat Arrow, also diesen fetten Pfeil, diesen das Gleichheitszeichen gefolgt von einem Größerzeichen, hineinschreiben. Das Wort Function verschwindet. Bei mal 5 haben wir noch eine weitere Vereinfachung. Wenn unser Prozedur-Rumpf, unser Rumpf unserer Funktion, nur einen Wert zurückgibt, dann reicht es vollkommen, den beispielsweise in runde Klammern eingeschlossen hinter dem Pfeil zu schreiben. Und wenn es nur genau einen Parameter gibt, dürfen die runden Klammern
hier fehlen. Ja, und wenn nur der Wert ausgerechnet wird, dann dürfen sie auch beim Ergebnis fehlen. Und damit sind wir bei der einfachsten Form der Schreibweise einer Funktion. Warum ist das so wichtig? Naja, Funktionen tauchen immer wieder auf, in verschiedensten Formen. Und das, was wir hier sehen, also wenn wir uns nur diesen Teil hier anschauen, ohne alles, was davor steht, wäre das schon ein typischer Vertreter einer sogenannten anonymen Funktion, wird auch als Lambda-Funktion in anderen Programmiersprachen genannt. JavaScript, Objekte, zweiter Teil. Wir haben auf diese Art gerade kennengelernt, dass Funktionen selbst wie Variablen verwendet werden können. Wenn aber eine Funktion selbst wie eine Variable oder eine Konstante auftreten kann, dann darf sie auch in einem Objekt enthalten sein. Und hier sehen wir wiederum vier verschiedene Beispiele, wie in einem Objekt Funktionen ebenfalls enthalten sein dürfen. Das ist ein Schritt zur sogenannten funktionalen Programmierung. Das heißt also, Funktionen werden in Variablen verwendet, sagen wir es einmal stark vereinfacht, wie an der Stelle einer Variablen. Eine Variablen kann also als Wert eine Funktion zugewiesen bekommen und muss nicht immer einen Zahlenwert oder eine Zeichenkette oder sonst irgendetwas enthalten. Wenn wir das Ganze ausprobieren wollen, ich habe schon kurz erwähnt, dann geht man zum Beispiel im Chrome-Browser auf den Punkt Menü, findet dort den Eintrag Weitere Tools und findet dort die Entwicklungstools. Wenn wir jetzt einen derartigen Befehl, wie zum Beispiel Konsole, Log, so wie er hier steht, in eine Textdatei hineinschreiben, davor natürlich Script und Script mit einem Slash davor und das Ganze vielleicht noch in einen Body und in einen HTML einbetten. Wenn wir also daraus eine HTML-Seite machen und diese HTML-Seite in dem Browser aufrufen, dann werden wir sehen, dass in dieser Konsole der Wert, der hier ausgerechnet wird, erscheint. Also 10 ist der Parameter für die Funktion mal 5. Also wird vermutlich 50 ausgerechnet werden oder im zweiten Beispiel 60 ausgerechnet werden. Ich habe jetzt kurz angedeutet, wie diese komplette Webseite aussehen soll. Ich habe auch die Beispiele, über die wir gerade reden, in einer eigenen Datei zusammengefasst. Sie finden die in den Unterlagen zu diesem Vortrag und Sie finden sie auch an einer anderen Stelle. Das, was Sie hier sehen, ist nicht uninteressant. Über diese Adresse kann man ohne weitere Kosten eigene JavaScript-Programme zur Verfügung stellen. Ich habe diese Programme unter diesem URL, unter diesem Namen zur Verfügung gestellt, wobei das besonders einfach ist. Wir haben ein Fenster, in dem wir den HTML-Code hineinschreiben können, ein zweites Fenster, in dem wir JavaScript hineinschreiben könnten, ein drittes Fenster, in dem wir dann die Webseite sehen und dann eben noch die Möglichkeit, das alles mit entsprechenden Befehlen, Run und so weiter starten zu können und auch in einzelnen Schritten abarbeiten zu können. Also wenn Sie kleine JavaScript-Programme ausprobieren wollen, empfehle ich Ihnen diese Webseite und Sie können sie auf diese Art auch leicht anderen, zum Beispiel im Unterricht, zur Verfügung stellen. Noch einmal der Begriff funktionale Programme. Wenn eine Funktion als Parameter und Argument verwendet wird, dann ist es ein typisches Zeichen für funktionale Programmierung. Ein paar Worte zum Thema Parameter und Argument. Ein Parameter, genauer gesagt formaler Parameter, ist das, was bei der Vereinbarung innerhalb der runden Klammern steht. Das wäre das F hier, beziehungsweise das V an dieser Stelle. Der formale Parameter wird innerhalb einer vereinbarten Funktion verwendet, zum Beispiel hier oder hier. Ein Argument heißt auch aktueller Parameter.
Das ist jener Wert, der beim Aufruf der Funktion eingesetzt wird. In unserem konkreten Fall würde hier rechne aufgerufen werden mit dem Argument mal 4 oder rechne aufgerufen werden mit einer anonymen Funktion. Ich glaube, Sie sehen schon, in beiden Fällen würde dasselbe herauskommen. Funktionale Programme, also noch einmal, Funktionen werden als formale Parameter oder aktuelle Parameter eingesetzt. Ein ganz wichtiges Konzept. Ohne das könnten wir all diese hübschen Programme eigentlich gar nicht schreiben. Schleifen. Hier habe ich als Beispiel ein Array oder eine Liste angegeben, die Zahlen 1, 2, 3 enthält. Diese Liste 1, 2, 3, diese Elemente der Liste, werden angesprochen über ihre Indizes. Und wie bei den meisten höheren Programmiersprachen beginnen die Indizes mit 0. Also LI mit dem Index 0 liefert den Wert 1. LI mit dem Index 1 liefert den Wert 2 und LI mit dem Index 2 liefert den Wert 3. So, das haben wir's. Wenn wir die Elemente dieser Liste auf der Konsole ausgeben möchten, dann ist zumindest einmal in traditioneller Schreibweise in JavaScript da eine relativ umständliche oder umfangreiche Schreibweise notwendig. Wie ist die zu verstehen? Es wird eine lokale Variable i vereinbart, die bekommt den Anfangswert 0. Zur Erinnerung, die Indizes beginnen ja mit 0. Dann wird nachgeschaut, ob i kleiner als die Länge der Liste ist. Die Liste hat 3 Elemente, also liefert das li.length den Wert 3. Wenn das der Fall ist, dann wird der Befehl Konsole log ausgeführt. Also wenn wir das Schritt für Schritt auflösen, heißt das, nimm von der Liste li das Element mit dem Index 0 her und gib es über den log-Befehl auf der Konsole aus. Das passiert in der Zeile. Nicht besonders übersichtlich, aber alle C, C++, C-Sharp und so weiter Programmierer kennen das und haben sich vielleicht schon daran gewöhnt. Dass es in Python bequemer ausschaut, möchte ich nur am Rande erwähnen. Dann hat man in JavaScript das Wort in eingeführt. Allerdings große Überraschung, vor i in li liefert nicht die Werte von li, 1, 2, 3, sondern nur die Indizes, 0, 1, 2. Und wenn ich jetzt wiederum jeden Wert einzeln ausgeben möchte, hier, dann schaut dieser Ausgabebefehl genauso aus wie im vorhergehenden Beispiel. Ja, das ist natürlich eine gewisse Kritik, die da enthalten ist, aber für den Fall, dass wir anstelle einer Listenvariable in einem Objekt haben, hat es durchaus einen Sinn. Dann kann man nämlich diese Schreibweise der Voranweisung auch verwenden. Elegant für eine Liste, für ein Array, so wie wir es da oben haben, ist natürlich die letzte Schreibweise mit dem neuen Schlüsselwort off. Jetzt durchläuft das V der Reihe nach die Werte von li, also die Werte 1, 2 und 3. Und genau die werden dann auf der Konsole ausgegeben. Und schließlich eine vierte Schreibweise mit dem Befehl for each haben wir zum ersten Mal eine schöne Anwendung für die bereits genannten anonymen Funktionen. Was passiert bei dem for each? Die Zeile ist folgendermaßen zu lesen. Nimm jedes einzelne Element for each von li her und rufe die Funktion, die nach dem for each steht, auf, indem du diesen Wert als Parameter der Funktion übergibst. Das heißt also, im ersten Durchgang wird der Einser genommen, wird diesem formalen Parameter v übergeben und damit wird der Einser über den log-Befehl ausgegeben. Und das passiert jetzt so lange, bis die Schleife leer ist, also noch die Werte 2 und 3, die werden auch ausgegeben und das war's dann. Der map-Befehl macht so etwas Ähnliches. Er wird für jeden einzelnen Befehl, da ist der map-Befehl, er wird für jedes einzelne Element der Liste ausgeführt und wiederum wird
jedes Listenelement als aktueller Parameter an die Funktion, die hier steht, übergeben und wieder verwende ich eine anonyme Funktion mit der Error-Schreibweise. Ja, die Ausgabe steht hier. Es entsteht nämlich, und das ist der Unterschied zum vorhergehenden Beispiel, im ersten Schritt eine neue Liste. Und diese neue Liste wird jetzt mit dem Log-Befehl ausgegeben. Ein zweiter spannender Befehl. Wir haben hier eine andere Schreibweise einer Zeichenkette eines Strings. Bitte schauen Sie genau hin. Am Anfang und am Ende dieses Strings steht nicht ein normales Apostroph, sondern so ein verkehrtes Akzent. Englisch nennt sich das Ding Backtick. Und wenn wir eine Zeichenkette in diese Backticks einschließen, dann dürfen wir noch etwas weiteres. Wir dürfen innerhalb der Zeichenkette einen beliebigen JavaScript-Ausdruck in geschwungene Klammern einschließen und dort einbauen. Ja, und ein Dollarzeichen müssen wir auch noch davor schreiben. Und beim Auswerten, oder in dem Fall eben beim Ausgeben dieses Strings, wird dieser Dollar, geschwungene Klammer, Ausdruck, geschwungene Klammer zu, ausgewertet und an der Stelle im String eingefügt. Also Kurzfassung, in der Zeile war Name ergibt sich zu Martin, das ist die Zeile hier, wird der Variablen Name Martin zugewiesen und die Ausgabe lautet daher, hallo Martin, wie geht es? Würden wir diese Schreibweise nicht haben, wäre es ein bisschen mühsam. Man müsste nämlich den String durch Verkettungen aufbauen. Also zuerst einmal Hallo, dann kommt ein Plus, dann kommt der Variablename und dann kommt der zweite Teil, wie geht es, erster und letzter Teil unter Anführungszeichen einzuschließen. So schaut es sicher besser aus, leichter lesbar und auch die Fehlerwahrscheinlichkeit ist ein bisschen geringer. Jetzt gehen wir es an. Jetzt wollen wir zum ersten Mal uns ein komplettes Beispiel ansehen, wie wir unsere DOM, unser Document Object Model, per Programm, per JavaScript-Programm verändern können, mit einem kompletten Programm. Und Sie finden das Programm als Beispiel 1 in der schon genannten Sammlung. Wie schaut diese Seite aus? Nun, die etwas weniger wichtigeren Teile habe ich hier auf der Seite kleiner geschrieben, also natürlich beginnt die Seite mit HTML, mit Head und Body und endet auch wiederum mit Slash Body und Slash HTML. Aber das sind jetzt die spannenden Teile. Innerhalb dieses Bodies gibt es ein HTML-Tag Div. Dieses HTML-Tag Div bekommt den Namen App, grün geschrieben, und enthält als Anfangswert, damit wir einfach eine Änderung auch sehen können, den Text App mit einem großen A. Anschließend daran folgt unser Skript. Das Ganze muss ein Modul sein, weil ansonsten funktioniert der Importbefehl nicht. Was macht dieser Importbefehl? Es gibt im Internet eine Sammlung derjenigen Programme, die zum Programmpaket Preact dazugehören. Diese Programmsammlung Preact wird mit dem Befehl from angesprochen und von dieser Programmsammlung holen wir uns genau zwei Funktionen heraus. Die Funktion H, damit es deutlicher wird, hier violett geschrieben, und die Funktion Render, blau geschrieben. Was macht nun diese Funktion H? Die Funktion H bildet aus dem ersten Argument Div. Das zweite ist null, das ignorieren wir mal kurz, das wären die Attribute. Und aus dem dritten Argument etwas, das eigentlich genauso ausschaut wie das, was wir da oben in unserem App-Beispiel hatten. Also es wird ein HTML-Div-Tag entwickelt, das ganz normal mit Div beginnt, keine Attribute besitzt, den Inhalt Hallo Welt enthält und mit einem Slash-Div endet. Also das entsteht an der Stelle. Und dieses HTML-Ding wird der konstanten MyApp zugewiesen. Damit sind wir bei dieser Zeile hier gelandet. In der letzten Zeile, die uns interessiert, wird die Funktion Render aufgerufen. Was macht das Render? Das Render nimmt die gerade erzeugte Konstante MyApp her
und fügt sie in unserem Dokument an jener Stelle ein, die durch das ID-App, grün geschrieben, das war da oben, gekennzeichnet ist. Anders ausgedrückt, das Wort App wird beim Abarbeiten des Programms durch den String Hallo Welt ersetzt. Und das hat sich jetzt wirklich nur mehr im Document Object Model abgespielt, ohne dass wir den Server benötigt haben, ohne dass hier Daten über das Internet geflossen wären, wenn das eine Webseite wäre. Das war eine ganz typische Anwendung des Document Object Models an einer Stelle. Das einzige Schönheitsfehler, wir könnten sagen, ja, wir haben hier ein Programm laden müssen aus dem Internet, aber das stimmt schon. Das könnte man natürlich, wenn es in einem Programm eingebaut ist, auch anders lösen. Damit haben wir unser erstes Document Object Model Beispiel erfolgreich über die Bühne gebracht. Ich hoffe, Sie probieren es auch aus. Ich habe hier noch eine alternative Schreibweise untergebracht, wenn wir nicht die H-Funktion verwenden wollen, vom vorhergehenden Beispiel, dann geht es auch mit einer Funktion mit der Bezeichnung HTML. Achtung, da ist wiederum etwas Besonderes dabei. Beim Aufruf dieser Funktion erscheint das Wort HTML und dann kommt innerhalb dieser schon besprochenen Backticks etwas, das eigentlich reiner HTML-Code ist. So wie wir es vorhin schon besprochen haben, hier können wir in einer etwas anderen und vielleicht etwas übersichtlicheren Art und Weise als mit der H-Funktion unsere Seite gestalten. Ansonsten gibt es keinen Unterschied, die beiden Programmbeispiele liefern dasselbe Ergebnis. Wir kommen nun zu einem zweiten Beispiel, zu einer To-Do-App. Dazu einige Worte. Wenn wir eine neue Programmiersprache kennenlernen, finden wir in vielen Fällen Beispiele, die den Text Hello World oder Hallo Welt am Bildschirm ausgeben. Im Bereich von Progressive Web Applications und überhaupt so im Bereich dieser Programmierung von Webseiten ist es eher üblich geworden, als Musterbeispiel eine To-Do-App anzugeben. Also eine To-Do-App ist eine App, mit der man Aktivitäten, zum Beispiel eine Einkaufsliste, einfach erstellen kann. Ich werde dann noch darauf hinweisen, dass es eine Webseite gibt, auf der man diese To-Do-Apps in den wirklich unterschiedlichsten Formen finden kann und bei der Gelegenheit gleich, wenn die unterschiedlichen Formen miteinander verglichen werden, dann schneidet Preact sehr gut ab. Von der Geschwindigkeit her und vom Speicherplatz liegt es, wenn ich mich richtig erinnere, auf jeden Fall an erster Stelle. Was wir hier uns anschauen wollen, sind die Prinzipien, wie eine derartige To-Do-App aufgebaut ist, oder genauer gesagt, wir wollen uns anschauen, wie die To-Do-App unseren Baum, unser Document Object Model, verändert, welche Tricks hier verwendet werden und vielleicht auch noch das eine oder andere JavaScript-Statement im Detail genauer kennenlernen. Fangen wir also an. Das Beispiel besteht aus zwei Seiten. Ich habe dieses Mal nur den Skriptteil dargestellt und alles andere, was zum HTML-Code dazugehört, weggelassen. Die Importanweisung, die wir hier sehen, kennen wir schon. Das ist nichts Neues. In der nächsten Zeile taucht das Schlüsselwort let auf. Um es etwas vereinfacht darzustellen, wir haben schon das Schlüsselwort var und das Schlüsselwort const kennengelernt. Bei den früheren, bei den ältesten JavaScript-Versionen durfte man auf diese Schlüsselworte verzichten. In der Zwischenzeit ist dieser Verzicht nicht erlaubt. Es muss entweder ein var oder ein const oder, jetzt kommen wir zum let, ein let vor dem Namen der Variablen stehen. Vereinfacht ausgedrückt haben wir damit eine lokale Variable erzeugt. Und diese lokale Variable state steht für Zustand. Diese lokale Variable state bekommt als Anfangswert ein Objekt zugewiesen. Dieses Objekt hat wiederum zwei Komponenten. Die erste Komponente ist eine leere Liste oder ein leeres Array mit dem Namen to-dos.
Und die zweite Komponente ist eine leere Zeichenkette mit dem Namen Text. Achtung bitte, das sind hier an der Stelle zwei einzelne Apostrophe und kein Doppelapostrophe, also zwei einzelne Apostrophe, zwischen denen nicht steht. Als nächstes wird eine Konstante vereinbart und wir erkennen schon an diesem Fat Arrow, die Konstante ist offenbar der Name für eine Funktion. Was macht diese Funktion? Ja, ich verrate jetzt schon, wann diese Funktion aufgerufen wird. Wenn wir später ein Eingabefeld haben, das steht dann auf der zweiten Seite. Wenn wir ein Eingabefeld haben, in dieses Eingabefeld etwas eingetragen haben und dann die Return-Taste betätigen, soll genau diese SetText-Funktion aufgerufen werden. Der Inhalt unseres Eingabefeldes steht in dem E.Target drinnen. Nun, das Value für den Wert steht, den wir eingetragen haben, ist, glaube ich, selbsterklärend. Was geschieht mit diesem Wert, den wir eingetragen haben? Er wird in der State-Variable, in dem State-Objekt, unter dem Eintrag Text geschrieben. Das macht die Funktion setText. Also noch einmal, wenn ein Text eingetragen worden ist und die Enter-Taste gedrückt worden ist, dann wird der Inhalt dieses Eingabefeldes in der State-Variable in der Komponente Text einmal zwischengespeichert. Jetzt ist einmal zwischengespeichert, aber noch nicht in der To-Do-Liste erschienen. Das macht die nächste Funktion. Hier haben wir sie. AddToDo. AddToDo ist eine Funktion ohne Parameter, denn sie verwendet Variablen, die global vorhanden sind. Im ersten Beispiel, in der ersten Zeile, wird eine lokale Variable erzeugt. Und da kommt schon etwas sehr Interessantes. Einerseits sehen wir, wie hier aus einzelnen Teilen ein Objekt erzeugt wird, das dann unter State abgespeichert wird. Und hier haben wir genau den gegenteiligen Schritt. Dieses State-Objekt wird in seine Bestandteile zerlegt und der erste Bestandteil wird einer lokalen Variable To-Dos zugewiesen und der zweite Bestandteil wird einer lokalen Variable Text zugewiesen. Dass hier in beiden Fällen der gleiche Name verwendet wird, To-Dos und Text, mag auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend erscheinen, ist es wahrscheinlich auch. Auf der anderen Seite ist die Verwendung von gleichen Namen natürlich dafür geeignet, dass man damit die Seite leichter verstehen kann. So, was passiert in der nächsten Zeile? In der nächsten Zeile wird jetzt aus dem gerade übergebenen oder entstandenen Text ein neues To-Dos gebildet, in dem also an das alte To-Dos der Text angehängt wird und dem neuen To-Dos zugewiesen wird. Schlussendlich wird dann aus dem To-Dos und aus einem leeren Text ein neuer State gemacht. Also das gesamte Programm verändert die Variable State, sobald ein Text eingegeben worden ist und das AddToDos aufgerufen worden ist. Render ruft eine Applikation, eine Funktion mit dem Namen App auf, kommende Seite, und überträgt das nun auf unsere Webseite und stellt es dort dar. So, Entschuldigung, es ist eine kleine Unterbrechung gegeben. Wir machen weiter mit dem zweiten Teil dieser To-Do-App. Das Spannende ist hier die Funktion App. Wir kennen schon diese Schreibweise. Und diese Funktion App liefert eigentlich nur einen HTML-Teil zurück. Also wir sehen, hier wird ein HTML-Tag erzeugt. Welches HTML-Tag ist es? Es handelt sich um eine Form, um ein Formular. Dann gibt es innerhalb dieses Formulars zuerst einmal ein Label, eine Marke. Und innerhalb dieses Labels gibt es einen Div-Teil, also die Überschrift, To-Do hinzufügen und die eigentliche Eingabeanweisung. Da haben wir sie, Input. Und wir sehen jetzt schon, wie vorhin angekündigt, on Input, also wenn die Eingabe abgeschlossen worden ist, dann wird
das Unterprogramm Set Text, das wir auf der vorgehenden Seite gesehen haben, aufgerufen. Ja, was geschieht jetzt? Das ist eine durchaus spannende Anweisung, die hier steht. Das ist ein bisschen schwierig zu erläutern. Unter State To Do sind die bisher vorhandenen Einträge. Für jedes Element, für jeden Eintrag wird jetzt über die Map-Funktion das, was innerhalb dieser Map-Klammern, also das hier, steht, aufgerufen. Mit anderen Worten, es wird für jeden einzelnen Eintrag ein HTML-Tag, ein Listen-HTML-Tag erzeugt. Dadurch entstehen Einträge, die schön untereinander dargestellt sind und die alle Aktivitäten beinhalten. Und das Ganze ist eingeschlossen in ein Tag UL, also eine unordered List, eine Liste ohne Nummern, sodass hier eine schöne Aufzählung dann am Bildschirm erscheint. Noch einmal, das Ganze ist ein einziges Stück HTML-Code, das diese App erzeugt. Ein bisschen trickreiche Angelegenheit, aber wenn man sich's genau anschaut, glaube ich durchaus verständlich. Wie gesagt, auch dieses Beispiel gibt es in den Unterlagen und ich möchte Sie einladen, es selbst auszuprobieren. Wie schaut eigentlich jetzt die erste echte App aus? Beispiel 3. Das, was wir gerade im Beispiel 2 gesehen haben, habe ich in eine Preact-Umgebung eingebaut. Wie macht man das? Nun, wir müssen zuerst einmal mit dem npm-Befehl, der also unser Node-Package verwaltet, unser Preact auf unserem lokalen Rechner installieren. Das geschieht über die Konsole. Und wenn das Ganze installiert ist, Achtung, das dauert eine gewisse Zeit, dann können wir mit dem Preact-Key eine erste Applikation, eine erste Anwendung von Preact erzeugen. Das ist jetzt ein Teil, für den wir ein eigenes Seminar brauchen würden und daher kann ich nur in groben Schritten erklären, wie es weitergehen wird. Wir haben dann unsere Preact-Applikation als Gerüst erzeugt. Das ist der große Vorteil von diesem Programmpaket, dass wir uns um die einzelnen Bibliotheksteile und so weiter nicht zu kümmern brauchen. Das macht alles das Preact. Wir bauen dann, wie schon erwähnt, dieses Beispiel 3 an der Stelle ein, oder an einer Stelle ein, wo schon Beispiele in dem Preact-Beispiel enthalten sind. Und wenn wir das dann aufrufen, erscheint etwas, das wir hier am Bildschirm als Muster sehen können. Überschrift, To-Do-Liste, ein Eingabefeld und ich habe bei dem Beispiel schon zwei To-Dos eingetragen, Fische füttern und Brot kaufen. Das Ganze ist noch eine sehr schwache To-Do-Liste, denn es gibt keine Speicherung der Einträge. Das bringt nicht viel. Aber eines sehen wir schon. Man kann diese To-Do-Liste, wenn man möchte, bereits am Startbildschirm eintragen. Ja, Sie möchten vielleicht jetzt einmal eine To-Do-Liste sehen, wie sie wirklich voll und ganz funktioniert und schön ausschaut. Ich habe dafür aus einer Sammlung, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe, die Preact-Variante herausgesucht. Sie finden da unten den Link. Oder Sie machen das Ganze am besten gleich am Handy über den QR-Code. Probieren Sie es bitte aus. Fotografieren Sie diesen QR-Code. Starten Sie das Programm, das geladen wird. Sie können es auch am Startbildschirm installieren. Und machen Sie ein paar Experimente, indem Sie Dinge eintragen, vielleicht auch wieder löschen. Wenn der Startbildschirm nicht automatisch oder wenn die App nicht automatisch im Startbildschirm eingetragen wird, ein kleiner Hinweis. Es gibt dann rechts oben ein Menü mit drei Punkten untereinander. Wenn Sie das aufrufen, gibt es hier die Möglichkeit, den Eintrag in den Startbildschirm zu erzwingen. Wir wollen unsere PWAs, so ähnlich wie wir das gerade gesehen haben, jetzt auch selbst schreiben können. Was brauchen wir dafür? Benötigt wird auf jeden Fall ein Webserver. Achtung, wir bringen Werbeeinschaltungen. Der Computerclub, von dem
ich schon berichtet habe, stellt Webseiten kostenlos für seine Mitglieder zur Verfügung. Details www.clubcomputer.at. Ferner benötigen wir ein Sicherheitszertifikat, ein SSL-Zertifikat, damit wir HTTPS-Seiten erzeugen können. Eine Zeit lang waren diese Sicherheitszertifikate eine richtige Cash-Cow für die anbietenden Firmen, denn es musste regelmäßig erneuert werden und so weiter. Also eine eher teure Angelegenheit, vor allem für den Privatgebrauch. In der Zwischenzeit gibt es Let's Encrypt und das würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, sich einmal anzuschauen. Es ist absolut kostenlos. Ja, Spenden werden auch gerne entgegengenommen. Und das Einzige, worauf man achten muss, man muss alle 3 Monate die Zertifikate erneuern. Aber das ist im Prinzip eine Zeile, die man einmal eingibt und die man sogar auch automatisieren könnte. Was brauchen wir noch? Wenn wir lokal unsere Programme entwickelt haben, dann müssen wir sie von unserem lokalen Rechner überspielen auf den Webserver. Ein typisches Programm, mit dem man aus Windows heraus Programme auf einen Webserver oder überhaupt ins Internet übertragen kann, ist das Programm WinSCP, ebenfalls eine Empfehlung von mir. Es schaut aus wie eine Ente, es quakt wie eine Ente, es watschelt wie eine Ente, es fliegt wie eine Ente. Wahrscheinlich kennen Sie das, dann ist es eine Ente. Naja, gilt das auch für PWAs? Sie schauen aus wie Apps, aber sie sind keine Native Apps. Die Frage lautet, wie kann man sie näher an Native Apps heranbringen? Es geht um den Zugriff auf die Hardware. Auf die Kamera, auf den Lautsprecher und vieles andere mehr. Und wie schon erwähnt, React liefert eine tolle Programmbibliothek und diese Programmbibliothek kann auch in Preact verwendet werden. Also für all diese Dinge bitte nachschauen, wie lauten die entsprechenden React-Programme und dann in Preact verwenden. Bisher haben wir eher mühsame Schreibweisen entdeckt, um in irgendeiner Form HTML-Code in unseren JavaScript-Programmen direkt unterzubringen. Es geht aber auch viel schöner. Es gibt eine Erweiterung von JavaScript, ESX, JavaScript Extended, vermute ich einmal, und ich möchte das anhand eines Beispiels erläutern. Erster Schritt, wir vereinbaren eine Variable, Name und weisen ihr den Wert Hugo zu. Zweiter Schritt, wir vereinbaren eine Variable Gruß. Ja, und jetzt kommt das Tolle. Das, was hier steht, ist schlicht und ergreifender HTML-Code mit einer kleinen Einschränkung. Es muss das Ganze ein Tag, also mit einem und denselben Tag am Anfang und am Ende eingeschlossen sein. Es dürfen keine Tags sein, die hintereinander aneinandergereiht werden. Aber das ist eigentlich keine wirklich wesentliche Einschränkung. Und wenn jetzt innerhalb dieser HTML-Tags eine JavaScript-Variable oder allgemeiner ein JavaScript-Ausdruck vorkommen soll, wird der einfach in geschwungene Klammern eingeschlossen. Achtung, kein Dollarzeichen davor. Das war's. Damit hat unsere Variable den Inhalt Div-Tag, Hallo Hugo, Luftzeichen, Ende des Div-Tags. Und das Ganze kann jetzt überall dort verwendet werden, wo wir einen HTML-Code benötigen. Wir haben ja schon einige Beispiele dazu kennengelernt. Letzte Version unserer selbstgeschriebenen To-Do-App. Sie finden sie als Beispiel 4 in der Beispielsammlung. Neu dazugekommen ist eine Auswahl, ob wir alle Einträge sehen wollen. Nur die aktiven Einträge, also die, die noch nicht erledigt sind, sehen wollen. Oder nur die inaktiven, also die, die schon erledigt sind, sehen wollen. Auch in dem Fall empfehle ich, dass Sie sich den Programmcode ansehen. Das alles im Detail zu besprechen, dafür reicht unsere Zeit leider nicht aus. Ja, natürlich gibt es ein paar tolle Dinge, die wir noch gar nicht besprochen haben. Also, gehen wir es an. Ja, der Kater beobachtet auch das Geschehen. Er war gerade hier kurz bei mir. Das war auch der Grund für eine kleine Unterbrechung. Es geht weiter in unserem Programm.
Die To-Do-Beispiele, von denen ich gesprochen habe, finden Sie in allen möglichen Versionen auf dieser Webseite. Wenn Sie verschiedene Arten von PWAs kennenlernen wollen oder von Programmen, mit denen man die DOM manipulieren kann, hier finden Sie eine ganze Reihe von unterschiedlichen Versionen. Auch natürlich mit den entsprechenden Source-Texten. Das MVC steht für Model View Controller, also die Trennung einer Webseite in die Modelle, das entspricht eigentlich den Datenstrukturen, in die Views, das ist die Ansicht, und in den Controller, das ist die Logik, die dann beim Abarbeiten einer Webseite benötigt wird. Eine To-Do-App mit Preact, ich habe schon erwähnt, hier gibt es in unterschiedlichen Versionen zu besichtigen, und wenn Sie diese To-Do-App in Preact sich genau anschauen wollen, sind hier zwei Links angegeben, mit denen Sie derartige Apps laden, installieren können, ausprobieren können und natürlich auch selbst ein bisschen daran herumbasteln können. Das Spannende bei all diesen Dingen ist natürlich immer zu schauen, wie hat das jemand anderer gelöst, welche interessanten programmtechnischen Details kommen da drinnen vor. Was können PWAs noch? Sie können noch mehr. Informationen müssen zwischen den Sitzungen gespeichert werden können. Ansonsten funktionieren all die Dinge nicht. Wenn ich zum Beispiel meine App abdrehe und dann wieder aufdrehe, sollte ich mit den Daten vom letzten Mal in irgendeiner Form weitermachen können. Oder es gibt Daten, zum Beispiel Namenslisten, die ich ständig benötige und nicht immer wiederum vom Server herunterladen will. Dazu zum Thema Datenbanken gleich noch etwas mehr. PWAs können Daten mit dem Server auch automatisch austauschen. Dazu gehört auch das selbstständige Update einer PWA, aber natürlich auch das Beispiel, das ich ganz am Anfang erwähnt habe, der Übertrag eines Formulars auf den Server kann auch automatisch erfolgen. Daten und Mitteilungen können gesendet und empfangen werden. Es gibt einen kleinen Unterschied. Daten und Mitteilungen, je nachdem, ob sie für den Benutzer sichtbar sind oder nicht. Ja, und wie funktionieren all diese Aktivitäten? Der Trick steckt da drinnen. Das ist der Service Worker. Der Service Worker ist ein ganz wichtiger Programmteil, der im Hintergrund arbeitet, der auch dann arbeitet, wenn unser Browser geschlossen wurde. Der Service Worker wird sozusagen aufgeweckt, wenn irgendein Ereignis stattfindet, das mit dieser PWA im Zusammenhang steht. Eben, wenn Daten im Hintergrund erscheinen oder wenn Daten gesendet werden sollen und so weiter und so weiter. Das alles macht der Service Worker ein ganz wichtiger Bestandteil. Übrigens, die Aktivitäten des Service Workers können auf der Konsole, von der wir gesprochen haben, auch berücksichtigt werden. Noch einmal zurück zum Speichern. Jeder Browser stellt eine Datenbank zur Verfügung. Also die Index.db ist eine Datenbank, die vollautomatisch ohne Ihr Zutun auf jedem Browser vorhanden ist. Sie können aber auch selbstständig eine Datenbank, zum Beispiel Pouch.db, auf Ihren Browser installieren oder in Ihr PWA integrieren. Der große Vorteil einer Pouch.db-Datenbank besteht darin, dass Sie mit einer Couch.db-Datenbank, die läuft dann am Server, synchronisiert werden kann. Das heißt also, jede Änderung an der Pouch.db wird auch in der Couch.db dargestellt und umgekehrt. Ja, und das geht sogar über mehrere Systeme hinweg. Also wenn eine größere Anzahl von Benutzern da dran hängt, dann bekommen die alle, sofern sie angemeldet sind, die neuen Daten automatisch eingespielt. Denken Sie zum Beispiel an die Namensliste von Schülern. Es wird ein neuer Schüler in die Klasse aufgenommen und alle diejenigen, die die entsprechende Applikation installiert haben, bekommen automatisch diesen letzten Stand überspielt. Ein paar Worte zum Thema Pouch.db. Wir sehen hier, wie man sie mit einfachen Befehlen installieren kann. Üblicherweise wird sie zu Testzwecken über diesen Befehl angesprochen. Wenn wir Daten mit einer
Datenbank austauschen, benötigen wir die schon erwähnten JSON-Datenformen. Das heißt, alles läuft über diese Form, die wir vorhin kennengelernt haben. Ein paar Worte zum Thema Callback-Funktionen. Auch ein ganz wichtiges Konzept. Was verstehen wir darunter? Eine Callback-Funktion ist eine Funktion, die an eine andere Funktion als Argument übergeben wird. Okay, hatten wir schon. Wann findet diese Übergabe statt? Wann wird diese Funktion aufgerufen? Üblicherweise dann, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Zum Beispiel, wenn sich beim GPS die Daten geändert haben oder wenn ein Button gedrückt wurde oder wenn neue Daten übertragen wurden oder wenn ein File übertragen wurde und vieles andere mehr. Das alles wird dann von Callback-Funktionen gemischt. Ein kleines Beispiel einer Callback-Funktion. Das hier ist die Funktion setInterval. Diese Funktion ruft alle 1000 Millisekunden, also jede Sekunde, jene Funktion auf, die hier als erstes Argument angegeben wird. Und die Funktion ist die, die gerade da vereinbart worden ist. Die macht nichts anderes, als dass sie einen Zähler count um 1 erhöht und an einer Stelle ID, die wir hier festgelegt haben, eintragt. Mit anderen Worten, wir haben links oben im Bildschirm einen Zähler, der mit 0 beginnt und jede Sekunde um 1 weitergeschaltet wird. Hier haben wir die Funktion in ihrer normalen Schreibweise, in ihrer traditionellen Schreibweise. Und das Ganze geht mit der Fat-Arrow-Schreibweise natürlich viel schöner. Sie sehen, wir haben uns eine komplette Funktionsvereinbarung erspart, indem wir hier an dieser Stelle unsere Zählfunktion als anonyme Funktion in das SetInterval hineingeschrieben haben. Das wäre ein typisches Beispiel für eine Callback-Funktion. Verwendet werden diese Callback-Funktionen aber bei einem weiteren, extrem wichtigen Konzept, das wir noch nicht behandelt haben. Es geht um asynchrone Übertragung. Ein Beispiel. Ein Programm synchron würde einen Schritt nach dem anderen Schritt abarbeiten. Wenn wir aber jetzt innerhalb eines Programms auf ein äußeres Ereignis warten müssen, zum Beispiel auf einen Tastendruck, auf die Übertragung von Daten und so weiter, dann darf das Programm an der Stelle ja nicht anhalten. Wir müssen es also anders lösen, das Problem. Wir müssen also bereits beim Schreiben des Programms eine Vorkehrung treffen, die etwa folgendermaßen ausschaut. Wenn dieses und jenes Ereignis eintritt, dann soll das und das als nächstes passieren. Die Grundidee, die wir immer wieder vorfinden, ist ein sogenanntes Promise, ein Versprechen. Das Versprechen lautet, wenn das bestimmte Ereignis eintritt, dann wird das und das Nachfolgendes abgearbeitet. Promises sind, ein interessantes Thema, um es kennenzulernen. Es gibt ein ausgezeichnetes Tutorial und ich habe den Link zu diesem Tutorial unten eingeblendet. Meine Empfehlung lautet, bitte arbeiten Sie dieses Tutorial einmal durch. Der Link kommt gleich. Wesentlich für all diese Dinge sind asynchrone Abläufe. Dafür gibt es mindestens 3 Varianten, wie man diese asynchronen Abläufe umsetzen kann. Callbacks, die wir schon besprochen haben, aber asynchrone Callbacks sind ein wenig aus der Mode gekommen, weil sie zu einem zu eher sehr unübersichtlichen Programmen führen. Promises waren lange Zeit ein ganz wichtiger Schritt, um derartige asynchrone Abläufe zu programmieren und sind es immer noch, weil bestimmte Programmbibliotheken einfach nicht so schnell umgeschrieben werden. Leider sind diese Promises nicht besonders übersichtlich oder zumindest einmal etwas gewöhnungsbedürftig. Stichwort gewöhnungsbedürftig, auch dazu meine Empfehlung, bitte schauen Sie sich das hier an, eine der besten Erklärungen, wie diese asynchronen Abläufe in JavaScript funktionieren. Meine Empfehlung lautet, wenn es sich um einen asynchronen Ablauf handelt, beschäftigen Sie sich bitte mit den beiden Schlüsselworten async und await. Async ist ein Schlüsselwort, mit dem eine Funktion gekennzeichnet wird
Und erst wenn diese Funktion als asynchron gekennzeichnet ist, kann innerhalb einer Funktion, innerhalb dieser Funktion, await verwendet werden. Ich glaube, es erklärt sich schon von alleine. Warte auf ein bestimmtes Ereignis und dann mache etwas. Und dann kann ein weiteres await stehen, wenn ein weiteres Ereignis eingetreten ist, mache wiederum weiter. Ich persönlich glaube, dass diese Schreibweise die übersichtlichste Form für asynchrone Abläufe ist. Sie kennen Regeln für SQL-Datenbanken. Sie haben sich lange damit beschäftigt. Vergessen Sie bitte alles in dem Augenblick, wo wir Dinge wie CouchDB und so weiter uns ansehen wollen. NoSQL-Datenbanken haben in wenigen Worten formuliert die Eigenschaft, beliebige Inhalte in jeweils einem zusammenhängenden Datensatz abzuspeichern. Wir sind eher gewohnt, dass Datensätze eine wohlgeordnete Struktur haben und dass wir genau wissen, was in einem Datensatz alles vorkommen kann. Name, Adresse, Geburtsdatum. Bei einer NoSQL-Datenbank könnte alles Mögliche drinnen stehen. Zum Beispiel bei Bedarf die Autonummer. Wenn aber jemand kein Auto hat, dann könnte etwas anderes drinnen stehen, von mir aus die Nummer des Personalausweises, falls es gerade wichtig ist, und so weiter und so weiter. Es ist eine komplett neue Welt, die sich öffnet, wenn Sie sich mit NoSQL-Datenbanken beschäftigen. Meine Empfehlung, nehmen Sie sich die Zeit, schauen Sie sich das an, es zahlt sich wirklich aus, man kann damit Dinge, die ansonsten sehr kompliziert werden, in einer grandios einfachen Art und Weise ausdrücken. NoSQL-Datenbanken wie zum Beispiel CouchDB funktionieren so, dass sie für die Suche zuerst einen B-Baum, also genauer gesagt einen B-Sternbaum, aufbauen. Das hat die Folge, dass das Suchen logarithmisch wächst. Also wenn wir tausendmal so viele Einträge haben, dann dauert die Suchzeit nicht tausendmal so lang, sondern ist bedeutend langsamer geworden. Logarithmus, 10er Logarithmus von 1000 wäre dann etwa der Faktor 3. Nur damit wir ein Gefühl haben, wovon wir da gerade reden. Eine blitzschnelle Abfrage ist möglich. Da der Baum unter Umständen immer neu aufgebaut werden muss, kann das Hinzufügen von Daten länger dauern. Und hier noch einmal, damit wir endlich wissen, wozu wir die JSON-Objekte kennengelernt haben. Jede Kommunikation damit erfolgt über das HTTPS-Protokoll, auch wenn es sich im selben Rechner abläuft und abspielt. Und die Daten werden sowohl gesendet wie auch empfangen in dieser Notation. Wenn zwischen Client- und Server-Daten übertragen werden, dann werden sie verschlüsselt übertragen. Das ist ganz wichtig, weil wir ansonsten kaum Freunde finden würden, die PBAs verwenden wollen. Zwei Begriffe. Der Begriff Push bedeutet das Senden von Daten an den Client. Notification bedeutet, dass der Inhalt der Push-Nachricht am Bildschirm angezeigt wird. Das geht aber nur dann, wenn der Benutzer zugestimmt hat. Und sollte er einmal nicht zugestimmt haben, dann ist es sehr schwierig, diese Ablehnung zu widerrufen und zu einer Zustimmung zu machen. Prinzipiell geht es natürlich. Eine Synchronisation im Hintergrund, schon mehrfach erwähnt, läuft dabei natürlich. Letzter Hinweis, ich habe, wie schon erwähnt, in dieser Zeitschrift der PC News einiges über die PWAs geschrieben und es gibt einen eigenen Abschnitt in dem Artikel über Literatur, über Bücher und ähnliches. Schauen Sie sich diese Seite einmal an. Es gibt einige Bücher, die ich empfehlen kann. Es gibt unterschiedliche Kritikpunkte, aber Sie werden auf jeden Fall etwas finden, mit dem Sie sich dem Thema PWA nähern können. Und das war's schon. Ich danke Ihnen, dass Sie bei diesem Kurs dabei waren. Ich hoffe, es gelang mir, Ihr Interesse zu wecken. Meine Empfehlung lautet, bitte probieren Sie es aus. Vielleicht ist die Zeit, wo wir jetzt zu Hause sind, dafür auch ganz gut geeignet. Und wenn die ganze Corona-Krise vorbei ist, werden wir vielleicht auch wieder Seminare besuchen können. Ein Seminar mit 2 oder 3 Tagen wird wohl notwendig sein, um die gesamte Thematik PWAs kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen
Viel Erfolg, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.